Bezirksliga-Duell am Mittwochabend. Die SG-Rotation Prenzlauer Berg empfängt die zweite Garde des VfB Fortuna Biesdorf. Beide Teams an Spieltag 1 sieglos, da gibt es also heute was nachzuholen. Und das sei vorher schon mal gesagt, dieses Spiel hatte auf jeden Fall großen Unterhaltungswert. Die Fortuna in Grün nach rechts und die macht den Anfang. Der Abschluss allerdings noch ungefährlich. Aber auch Rotation zeigt sich direkt vorne präsent. Durcheinander im 16er. Jansen aus der Drehung. Aber auch der geht knapp vorbei. Nach dem ersten Abtasten darf Lukas Schönfeld unbehelligt durch die gegnerische Hälfte spazieren und probiert es mal aus der Distanz. Und so einfach ist das dann manchmal. Der geht flach ins untere Eck. Nach 26 Minuten die Führung der Gäste. Schönfeld kam gerade erst mit einer Empfehlung von 19 Saisontreffern für Hellersdorf neu zum Team und macht hier direkt mit dem Tore-Schießen weiter. Die Hintertorkamera zeigt allerdings, der ist durchaus haltbar. Die Führung beflügelt jetzt natürlich und so gewinnt man dann auch die wichtigen Duelle im Mittelfeld. Borowski schickt Bachhut lang auf die Reise. Und der versenkt das Ding frech im Torwart-Eck. 29. Minute Doppelschlag des VfB. Perfekt ausgekontert. Mohamed Bachhut ist ebenfalls neu im Kader und darf sich erstmals über ein Tor im neuen Trikot freuen. Aber auch hier wieder ein Blick auf Rotationskeeper Rädlein. Der darf dir so nicht passieren. Kurzschütteln und vorne weitermachen, das wohl das Motto der Hausherren. Und da wird auch direkt belohnt. Nein, doch nicht. Den vergibt er. Den schiebt er nicht kraftvoll aufs Tor. Stark verteidigt im Kollektiv und ganz schwach abgeschlossen von Jansen. Aber aufstehen und weitermachen. Erst einmal allerdings hinten in der Abwehr. Und auch die Fortuna zeigt, heute werden nicht alle Großchancen genutzt. Egal, dann halt ein neuer Anlauf. Schönfeld schon wieder mit ganz viel Raum. Umkurvt den Keeper und den muss er nicht mehr selbst einschieben. Denn das erledigt Breu für Biesdorf. Eigentor und damit schon ganz früh im Spiel das 0:3. Prenzlau beschwert sich noch über ein vermeintliches Abseits, während die Gäste feiern. Aus unseren Kameraeinstellungen lässt sich das nicht aufklären. Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters und damit zählt dieser Treffer. Rotation will aber unbedingt noch vor der Pause das Tor. Kopfballablage. Aber Fortuna-Keeper Konrad ist da und entschärft die Situation. Rein in Halbzeit 2, die Hausherren wollen am Spielstand jetzt nochmal was drehen, aber erstmal gleiches Spiel, sie nutzen ihre Chancen nicht. Der Wille ist aber noch nicht gebrochen, Eigentorschütze Breuer erobert den Ball und dann bedient der Donke butterweich und der mit der Volleyabnahme Anschlusstreffer zum 1:3. 9 Minuten nach Wiederanpfiff scheint hier noch einmal alles möglich zu sein. Björn Donke geht insgesamt in seine 5. Saison bei Rotation und bringt per Knie-Volley-Abnahme seine Farben wieder auf Kurs. Die SG ist jetzt deutlich präsenter. Freistoß kurz hinter der Mittellinie, der ist lang und länger und irgendwie fällt er dann hinten rein ins Tor. Kapitän Felix Schönbeck lässt sein Team eine halbe Stunde vor Schluss endgültig wieder an eine Aufholjagd glauben. Der SG-Routinier ist schon seit 2013 dabei und erzielt hier sein 2. Saisontor. Aber war da auch alles korrekt? Die Hintertorkamera klärt gleich auf. Konrad wird in seiner Bewegung behindert. Dieses Tor hätte nicht zählen dürfen. So wird's nochmal eng und Biesdorf muss selbst wieder Akzente setzen. Schönfeld allein vor Rädlein. Diesmal hält der aber stark. Ganz schnell wieder zurück auf das Tor der Fortunen. Hoher Ball in die Box. Gewusel und am Ende steht einer genau goldrichtig. Leonard von Helden wird hier zum Aufhol- und Torheld. Drückt den Ball über die Linie und besorgt so das 3:3. Von Helden kickte zuletzt in der 2., ist hier aber da, wenn es besonders wichtig wird. Das Spiel droht jetzt völlig zu kippen. Gärtner bekommt den Ball durchgesteckt, zieht nach innen. Der geht allerdings ganz knapp vor.
vorbei. Danach ist Schluss. Rotation belohnt sich am Ende mit einem Punkt. Die Gründe dafür? Sturm nochmal auf 3 Leute erhöht und wurde ja belohnt. Ich sag mal so, wenn alles gut gelaufen wäre, dann hätten wir, denke ich, auch 6-3 gewinnen können mit den Chancen, die wir hatten. So bleibt es aber bei einem verdientem und ansehnlichen 3:3. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.